Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich und die Nacht ist auch dabei. Und für alle, die es noch werden möchten, habt ihr sie gehört? Habt ihr sie gehört? Diese kurze Stille in den ersten Sekunden dieses Videos? Dieses Videodesses? Ja, was war denn da nur los? Ganz einfach. Pepper sagt's auch. Mein liebster Lieblingskollege und ich waren so fasziniert von den 3D-Animationen dieses wunderbaren hin und her schwenkenden Ghetto-Blasters. Und den nehmen wir jetzt mit in den Weltraum. So schaut's aus. Und deswegen betreten wir das jetzt und hoffen, dass es nicht wieder haften bleibt. Das ist nicht so genau wie im letzten Part so wieder. Genau. Da sind wir jetzt ein bisschen wieder nervösinger. Ja, das ist immer super, dass wir das machen. Yes. Das müssen, und jetzt haben wir es. So, die Pizza bewegt sich und sie 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 bewegt sich auch. Passt! So, das Ganze, genau, dass wir jetzt einmal auffliegen können, machen wir jetzt einmal zuerst ein Training, genau, dass wir uns nicht anspeibern, je nachdem. Ah, Zentrifugen drin, oder? Genau, da müssen, ja, den hat's in Lego echt gegeben. Da müssen wir jetzt, ich nehme mal an, schnell wieder Firk und Gras abwechselnd drucken und dann sind wir alle wunderbar prächtig drauf. Dann starten wir mal. Ja, ich habe jetzt nichts verstanden, aber gut. Wir sind ja nicht in irgendeinem... Ah, okay, ich verstehe. Also du musst im richtigen Moment links oder rechts drücken. Also, die waren nämlich jetzt noch nicht dahinter gekommen. Das war wirklich interessant, was die... Also 25 hast du gesagt, ja. Nein, das war Spaß. Also das war jetzt die Zeitanzeige. 2200, ja, was? Kilometer pro Sekunde wahrscheinlich, ne? Bitte, ich bin irgendwie waagerecht, oder? Na schau. Hat das für Bronze gereicht? Ja, ein bisschen. Es ist nur ganz grün geworden. Also es muss ein Gold sein. Nein! Nicht? Der ist so viel, wie ich daneben gedruckt habe. Okay. Wieso achtest du darauf nicht? Weil es grün war drüben, aber gut. Ja, das war ja beim Turnier genauso. Ach so. Okay. Das war nur die Ding. Aber du hast dann die Lichter, wenn sie rot aufgelegt haben wir einen Fehler gemacht. Ja, war ja da. Aber nein, ich kann mit Bronze leben. Und du? Ja, wenn du das kannst. Ja. Kann ich das aber auch. Wir haben gesagt, wir machen es mindestens. Ja, probieren wir es nicht mehr. Dort ja so ewig lang, ne? Ah fuck, ich will jetzt immer schon drucken, wann er vorbeifährt, nicht wann es grün wird. Schönen Rhythmus rein, oder? In die Geschichte.
Gut, das war jetzt glaube ich noch weniger. Nein, ich glaube schon, dass es besser war. Da waren es vorher 3000. Ich glaube, es waren vorher 3000 Punkte. Tja, ja. Okay. Was? Ja, ich bin damit zufrieden, wir setzen das Ganze fort. Basta. Basta da, sonst raste da. Kriegen wir schon hier die Geschichte. Die Geschichte. Das ist wieder recht eine Geschichte. Was das wohl für ein Belag ist? Legosteine. Provinziale Margarita? Legosteine. Eine Pizza Lego. Yeah. Sind wir schon da? Lalalala. So, und jetzt ab nach oben. Jetzt stellt sich so eine heroische Armageddon-Musik vor. 9. Oder Apollo 13. 8. 7. Yeah. 6. 5. 4. Wir starten. 3. Wir starten, Doc. 2. Juhu. 1. Hört man mehr Aufregung nicht? Start davon. Klar, dass man da nicht mitfliegt, sondern man schickt einen 10-Jährigen einen Lauf. Ist eh klar. Also ich bin jetzt enttäuscht. Ich habe mir gedacht, dass beim Feuer Lego-Steine rauskommen statt Feuer. Jetzt sei nicht so unrealistisch. Jetzt sei nicht so unrealistisch. Ja. Jawohl! Ja, Ogel, so hast der Plan. Ah, mir ist der Fuß eingeschlafen. So, dann checken wir das Ganze jetzt einmal aus. Wie gut bist du in Star Trek? Star Wars? Oder was auch immer? Fette Mucki für den Swag. Und eine fette Galaxie. Stefan, das Ganze ist in 3D. Wirklich? Naja, schau. Das ist die erste, das war die erste Rennsimulation. Die erste Rennsimulation. Ja, mit dem haben die Apollo 13 Leute geübt. Habe ich nämlich zuerst auf Wikipedia gelesen. Echt? Muss stimmen. Nein. Ja, muss stimmen. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber, ja. Bitte, in einem Asteroidenkittel sind die Asteroiden aber nicht so dicht. Deine Mama ist auch nicht so dicht und sie hat dich geboren. Kannst du meine Mutter dann nicht verunglimpfen? Das hätte es bei dir nicht noch. Fuck! Ich glaube, wir sind gestorben. Und wenn er so einen aufmunternden Satz hat, kann man es ja nur noch mal probieren, na sicher. Genau, die ganzen erwachsenen Spiele sagen da immer, du Trottel, kannst es nicht schlecht. Bei uns. Genau. Da hat man noch das Gefühl, man ist was wert, auch wenn man verliert. Jetzt kriege ich das erst mit. Du hast nur eine bestimmte Anzahl an. Also du kannst du ja genau, die Punkte, die runterrennen, werden weniger mit jeder Steuerung. Schau, wie ich das gleich schick im Flux verstanden habe. Im Flux? Ne? Bitte, die Galaxie kommt aber nicht näher, die ist noch ganz weit weg. Das macht nichts. Ist in echt auch so. Ja, das ist es. Fuck. Ja, das war ja ziemlich schlecht. Wir haben nur diesen einen Raumleiter. Na wurscht, das ist wie bei Armageddon, und irgendwas muss kollidieren. Fällt nur mehr die Amerika-Fahne, der komischerweise nichts passiert ist. Okay. Exakt und korrekt. Exactement. So, ich glaube, wir sind durch. Jawohl. Ich glaube, auf Silber müssen sie sich ausgehen. Na schon. Jetzt ist das Laser auch noch. Fortsetzen. Ich denke mal... Keine Ahnung. Ich denke mal... Bitte sag's jetzt, geht's gegen einen Todesstern, bitte. Das wäre doch Oberhammer-Affentitten mega geil, dass ich's rausbringe. Du kleiner South Park-Süchtler. Mhm.
Er schaut mich nur gewitzt an, sondern... Weiß ich nicht, ist mir gerade eingefallen, wenn so ein South Park vorkommt, dann ist das ein Zufall. Das kommt zu einem South Park. Ziemlich genau sogar in der Konstellation. Echt? Egal, aber wir fliegen durchs Weltall, Doc. Ist das nicht grandios? Hast du deine Seite in der Früh beim Aufstehen gedacht? Ich denke nicht. In einem altmodischen Space Shuttle, das normalerweise gar nicht so weit kommt, aber wir wollen ja nicht so realistisch sein. Das war damals sowas. Tach! Raumanzug ist wurscht. Hey, Kryptonit-Kristalle, die sind so schön grün. Da vorne ist gerne. Ja, natürlich, aber ich würde zuerst mit jemandem anreden. Das war unhöflich. Ich glaube auf jeden Fall. Das war unhöflich, ne? Was denn das? Das sind lauter so unhöfliche. Feine, unhöfliche Viecher. Leute. Ich würde mal annehmen, dass im Bereich der Startlandebahn irgendwas zum Erfahren gibt. Ich hätte mal gesagt, das ist dort. Ja, natürlich, aber du jetzt mal die ganzen... Doch einsammeln. Was? Doch die ersten, die ganzen Kristallchen einsammeln. Ja, sicher, ja, sicher. Kristallchen. Gibt Pünktchen. Gibt Pünktchen, ja, ja, ja. Ist es nicht schön hier auf Ogel? Ogel, Ogel? Die Ogel. Bist aber sehr unhöflich, junger Mann. Sag ich deiner Mama, Mama. Außerdem. Wahrscheinlich ist seine Mama gleichzeitig ihr Bruder. Und deshalb ist ihm das wurscht. Da ist ein Haus. Können wir noch nicht hinein? Eine Weltraum-Swag-Disco? Ja, genau. Lauter zurückgebliebene, seltsame Kinder. Was ist denn das? Wie in der Schule, ne? Daheim. Genau. Und man sich dann denkt, Alter. Ja, Alter. Dreh dich nochmal um. Dreh dich nochmal um zu dem, zu der Plotten, die da hinten war. Alter, das war doch so geil von der Anspielung auf 2001, wo die sehen Weltraum da wäre. Die Monolithen, die die offen und offen berühren und, die, und durch die dann die Intelligenz kommt. Das war geil. War er? Ne, so schau, geil. Schau, er fühlt sich eh schon ein bisschen so geil. Intellektueller. Ja, dann lacht der Doc. Ja, da lacht der Doc. Das findet der Doc ganz, ganz... witzig. Ja. Geck! Kriegst schwere Kinder. Kann ich das jetzt auch verändern? Jawohl! Na, das sind ja abgespacede Fahnen. Ha! Verstehst du? Abgespaced. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir genug gesammelt. Jetzt schauen wir, dass wir da wieder irgendwo von dannen ziehen können. Wo war denn das jetzt da gerade? Da war der... dieser Monolith. War so cool. In einem Kinderspiel-Anspielung auf 2001 zu verstecken. So. Wo die sie im Weg haben. Ich glaube, das haben wir nicht gelernt. Ich denke auch mal nicht. Gut, dann geht's weiter. Was gibt's hier zu entdecken? Entdecken. Kommt der Tiroler schon wieder? Entdecken. Gar nicht. So, dann folgen wir dem Weg. Du weißt schon, dass wir aus der Richtung gekommen sind? Nein, ah ja. Nein, ah ja. Na bitte. Weißt immer drei redst. Erst gibt's das auch. Schau, da hat's mich gleich auf. Voller Pazuren. Voller Pazuren. Mit U und Uhren. Genau, ich da glaube, wir müssen da... Ja, rein. Ich denke auch. Man, wer will da nicht wohnen? Ist hier ein Abenteuer zu kaufen? Bitte, ich hätte gerne eins zum Mitnehmen. Mit Pommes und Cola. Im Menü, zack, zack. Mit dem Geschenk Nummer 3. Mit bei der Junior-Tüten. Bitte, ich möchte, genau. Du musst genug Pizzas backen, um alle Ogel-Insulaner ins Traumland zu schicken. Das ist... Lachst du jetzt wegen der Musik oder lachst du wegen dem Satz? Wegen dem Gesamtpaket. Okay. Wegen beidem. Kaum was, gell?
Wenn man mit Pizza ins Traumland kommt, oder? Na sicher. Na sicher. Entschuldigung, das ist das Erste, was man lernt, wenn man über Ogl Insulana erfährt. Hast du wieder nicht aufpasst im Unterricht? Gottes Willen. Belag oben, Belag unten. Okay, kommen wir wieder aus. Wirklich? Nein. Ich verstehe es nicht. Okay, okay. Jetzt halt. Okay. Fast. Lalala. Ich habe keine Lust auf größere Putzaktionen heute Abend. Paprika oder Paprika? Jetzt halt. Was? Genau das wollten sie, das haben wir da. Ah, ich verstehe. Okay. Da unten sieht man die Zutaten, was wir haben will. Das war jetzt ein Glückstreffer, ne? Das war jetzt wirklich ein Glückstreffer. Verdammt, das ist das. Wurscht, egal. So, das ist jetzt nur mehr so zum Einfinden. Das war fies. Ja, wenn er so deppert beim Fenster reinschaut, kann ich nichts dafür. Erst Alter. Direkt auf die Hand. Kriegst gleich was anderes auf die Hand. Und zack, zack. So. Jetzt ist selber noch einmal, oder wie? Jetzt die Tomaten. Ach so, das plötzlich. Paradeiser heißt das bei uns. Im schönen Austrian. Geschleicht die hier. Nur spät. Du hast der Becher. Und einmal. Und doppelt. Paradeisaum. Doppelt Sherry-Tomaten. Prima, Pepper. Red nicht, wie wenn du mit einem Vollhammer reden darfst. Der will Salami. Okay. Der will dreimal Salami und dazwischen irgendwas. Käse. Ja, wahrscheinlich Käse, hast du recht. Das ist die Lego-Logik. Schieß einmal eine Salami so. Unser Gliederne. Ja, dann mach die Gucken zu. Als ein Geschnittene. Erst Alter. Hey, zu behindert! Ich hau dann die. Ich hau dann die. Ich die wieder anhauen. So! Erst das war knapp schon wieder. Man muss auch sagen, das ist auch sehr schlecht dargestellt. Ja, ja, doch war ich. Oder passt. So geil. Dann haben wir das weg. Oh, da steht ins Auge. Ja, dann mach's zu. So, dann kommt der Kas, wobei wir jetzt eigentlich gleich wieder aufhören. Weil wir haben's gleich verhaut. Jetzt bleibt er natürlich wieder lang stehen. Ja, dann hast du Pech gehabt. Geh die wieder ein Haus so. Einmal Salami haben wir jetzt noch. Aber das ist jetzt eh schon der letzte Versuch. Deshalb ist es ein Schuss in den Ofen. Gut. Hey, im wahrsten Sinne. Das war's. Du hast immer einen geschafft. Wir drei geschafft. Und wir können wieder von vorne anfangen. Cool. Salami. Salami. Ja, auf oben. Ich habe keine Lust auf größere Putzaktionen heute Abend. Bei mir wurscht, Mama. Der Walzer ist ein bisschen störend. Ist er nicht. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man als Soundtrack zu einem Pizzaspüren Walzer einhat? Die Lego-Logik erst. Lego-Logik. Lego. Jawohl. Na schön. Ich habe die Pizza bespritzt. Ja, ich weiß genau, an was du denkst. Und ihr auch. Und wenn ich die Pizza nicht getroffen habe beim Anspritzen, dann hat sich immer der Papa und die Mama aufgeregt. Der Papa, dass es ins Auge kriegt und die Mama, weil es wieder wegräumen muss. Ich rede von Pizzabelag, ist grauslich ein Dreckspatzel, was glaubt's nie? Wenn wir das letzte Mal mit der Salami herumgeschossen haben. Ne? So, Paradöser. Parasoje, Paradöser. Passt, und ja, der Kas.
Ja, ich hab das zuerst irgendwie... Das ganz vorne haben wir noch nicht gehabt, oder? Nein, das ganz vorne haben wir schon gehabt. Das ganz das rechts haben wir noch nicht gehabt. Nein, hier ist der Paprika. Ganz vorne sind die Paradeuser. Ganz vorne sind die Paradeuser, okay. So, jetzt kommt Paradeuser. Das schaut immer so aus, als würde bei der Hingreifbewegung nur am ersten, also am hintersten, auf die Salami greifen. Man muss aber auch sagen, du hast da nicht aufgepasst. Ich gebe dir dann Hauer. Also das Minispiel ist wirklich ein wenig aufzahlen. Ich habe keine Lust auf größere Transaktionen heute Abend. So, aber jetzt, los Paps, jawohl. So, dann das Salamö. Ganze jetzt noch zweimal Salami. Ins Auge. Ja, Papa, wenn das ich geht auf die Hand, ne? Nicht auf meinen Tag. Das ist manchmal dasselbe. Kennt jeder von uns, gell? Jawohl! Der so, nochmal Salami. Der geht dann. Die Kakerlaken kriegen heute Abend ein Festmahl. Alter, ich glaube, ich krieg langsam schon wieder einen Hunger mit der ganzen Pizzerei. Ich auch. Ich glaube, das geht jetzt aber ums Arschle. Das ging ins Auge. So. Und zack, zack. Ja, das ist aber wirklich unfair. Erst fordert du, alter Idiot. Die Kakerlaken kriegen heute Abend ein Festmahl. Du Trottel, du kriegst heute Abend ein Festmahl. Deine Mama kriegt heute. Jausa. So, ich glaube, jetzt haben wir es dann glaub, wirklich endgültig verschissen. Ja, vielleicht fängt die Anzeige noch einmal an. Das ist immer nur, wenn man neiches, wenn man dann trifft, weil sie sich bis jetzt immer ausgegangen ist. Ach so, na schau, wie das nicht check. Ja, du kriegst ja nie was mit, fällt mir gerade auf. Was glaubst du, wie es umgekehrt rennt, wenn wir gerade irgendein Strategiespiel machen? Du musst jetzt rechtfertigen. Scheiße. Nein! Okay, komm, Papa, du hast jetzt... Entschuldigung. Gesundheit! Hier bei Gefunden Games! Dankeschön. Ja, wir sind gesund. Ja, wissen Sie's. Wir sind gesunden Games. Wie gesund? Da geht mir das am Bein, oder? Die sind mir wurscht! Dann sag dein Alten und er soll mit dem Scheiß-Tag nicht die ganze Zeit ausweichen. Ich reg mich nicht auf, ich sag nur. So. So. Das war schön. Und jetzt kriegen wir es hin, komm, jetzt haut's hin. Jetzt haut's hin, jetzt haut's hin. Jetzt haut's hin. Jetzt haut. Aber jetzt komm, du kannst das, Rockmeister. Du bist der Rockmeister, sonst keiner. Wir müssten seine Bewegungen abchecken. Du bist der Boss, du bist der Boss, du bist der Boss. Ich bin der Boss, ich bin der Boss. Ich bin der Boss, ich bin der Boss. Okay. Ja, so. Richtig. Wuchtig, fruchtig. Sogar Silber, das war Silber? Das werden wir schlagen. So, im Prinzip war es das jetzt, weil ein rascher Blick auf die Uhr sagt, dass wir bereits in der 24. Minute sind und insofern die letzten 4-5 Minuten waren so hochexplosiv spannend, dass ich jetzt einmal wirklich Zeit brauche, dass ich wieder runterkomme. Also ganz arg. Wie geht's dir dabei? Ja, Hardcore. Ich meine, ihr seht das nicht, aber er hat Augenringe binnen 10 Minuten jetzt gekriegt. Weil sie haben so fertig gemacht hat. Ich schunkel Hexus im Walzer dahin. Na gut, dann schunkeln wir jetzt noch etwas weiter und an dieser Stelle verabscheiden wir uns, schneidet euren Daumen ab und werft ihn uns auf die Pizza. Wir fangen das Ganze natürlich im Vierviertel zum Walzer. Passt. Möchtest du noch etwas anklingen lassen? Vierviertel und Walzer finde ich eine steile Kombination. Und schnell geht? Was ist ein Walzer nochmal? Wie schnell? Was für ein Takt? Ja, Schnöse hat nichts mit Takt zu tun. Na dann sag. Dreivierteltakt ist der Walzer, du mein lieber Mann. Es tut mir leid.
Also wenn ich musiziere, dann mache ich das immer noch nach Tablatur. Voll. Kann keine Noten lesen. Merkt man manchmal. Ist allgemein Bildung, dass der Holzwerder viel erwischt. Ja, da dämmert was aus der... Puh. Hauptschön? Volksschön, glaube ich. Ja. Wurscht, egal. Wir schunkeln jetzt feuchtfröhlich weiter. Und bis zum nächsten Part. Deshalb... Grüß euch. Und Tüderlü.